Ja, ich wünsche allen natürlich ein frohes und gesegnetes Osterfest. Es ist der höchste Feiertag für uns Christen und dementsprechend sollen wir ihn auch begehen und feiern. Es ist auch ein großes Fest der Hoffnung. Und ich denke, das ist auch das Wichtigste in dieser Zeit. Die Hoffnung nicht verlieren, Glauben und Liebe ist natürlich genauso wichtig. Und ich glaube ganz fest daran, dass wir auch demnächst schon wieder bessere Zeiten erleben. Dafür natürlich Gottes Segen euch allen in der ganzen Verbandsgemeinde und auch darüber hinaus. Bleiben Sie gesund. Ostern ist ein Fest der Hoffnung. Es ist ein Familienfest, das wir gerne im Freien schon genießen. Die ersten Sonnenstrahlen des Frühlings draußen bei der Eiersuche, so wie das traditionell ist und wie man das als Kind schon gemacht hat. Dieses Jahr wird Ostern etwas anders sein, aber es hält uns von vielem auch nicht ab. Es hält uns nicht ab, nach draußen zu gehen. Es hält uns nicht ab, die Sonne zu genießen. Es hält uns nicht ab, mit unserer engsten Familie dieses Fest der Hoffnung auch zu begehen. Und in einigen Tagen wird auch wieder vieles anders sein. Da werden wir uns wieder treffen können, auch mit den anderen Familienmitgliedern und dann die Feier auch nochmal nachholen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt ein gesegnetes Osterfest. Alles Gute, bleiben Sie gesund, frohe Ostra. Ein frohes, gesegnetes Osterfest. Dieses Jahr halt digital und nächstes Jahr machen wir das wieder alle persönlich. Bis dahin, schöne Feiertage, bleibt daheim, genießt eure Familien. Ich wünsche Ihnen, Ihren Familien, allen Angehörigen eine ganz tolle Osterzeit. Bleiben Sie gesund, richten Sie sich an die Gegebenheiten, die vorgegeben sind, bleiben Sie zu Hause. Aber ganz wichtig, verleben Sie eine friedvolle Osterzeit und bleiben Sie gesund. Danke. Wir feiern Ostern, Jesus lebt. In der Zeit, die wir gerade durchleben mit Ihrer Angst, heißt das für uns, dass wir all diese Angst überwinden werden. Denn Jesus spricht, ich habe die Angst und diese Welt überwunden. Ich wünsche Ihnen frohe Ostern, den Glauben und den Mut, der Angst überwindet. Ich wünsche allen Bürgerinnen und Bürgern von Kottweiler-Schwanden, aber auch allen Bürgerinnen und Bürgern darüber hinaus, trotz der widrigen Umstände und trotz der Einschränkungen, die wir haben, schöne Feiertage, frohe Ostern und ich möchte auch einen ganz besonderen Gruß an unsere Partnergemeinde in Frankreich schicken, die ja besonders betroffenen Regionen auch liegt und hoffe, dass es ihnen gut geht und dass sie die Feiertage trotz allem auch genießen können. Ja, hiermit wünsche ich euch frohe Ostern, viel Spaß, auch wenn ihr das dieses Jahr vielleicht alleine oder im engsten Familienkreis machen müsst. Aber ich denke, es dauert vielleicht nicht mehr so lang. Ich hoffe es zumindest. Und ja, schöne Feiertage und macht's gut. Die Freie Wählergruppe Hütschenhausen wünscht euch in der Ortsgemeinde Hütschenhausen und auch in der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach ein schönes Osterfest und eine schöne Zeit im Kreise der Familien. Denkt dran, stay home. Wir freuen uns nach Ostern wieder auf eure Bestellungen im Einkaufsservice. Habt eine schöne Zeit. Als Jesus am Kreuz stirbt, zerreißt der Vorhang im Tempel. Der Vorhang zwischen dem Allerheiligsten und dem Heiligsten. Der Wohnstätte Gottes sozusagen. Gott tritt hervor aus dem Allerheiligsten. Das ist ein wichtiges Motiv, auch wenn wir in unserer Zeit das vielleicht nur so als Floskel wahrnehmen, wenn das bei der Passion verlesen wird. Das nächste ist, am Ostertag selber, da ist der Stein vom Grab weggewälzt. Die Frauen sind erstaunt und das Grab ist leer. Auch eine Öffnung. Der Herr Jesus Christus ist herausgetreten aus dem Grab. Und er hat sich auf den Weg gemacht. Gott hat sich auf den Weg gemacht. Er kommt vorüber. Pesach, Pascha, the great Passover, der große Vorübergang, das ist Ostern. Auch wenn wir dieses Jahr zu Hause vielleicht eingeschlossen sind, brauchen wir uns keine Sorgen machen. Denn eines ist sicher,
Es ist Ostern. Es ist Vorübergang des Herrn. Er kommt vorbei. Er will bei uns einkehren. Und ich wünsche und hoffe, dass er bei jedem von uns vorbeikommt, dass wir Ostern feiern können. Zugegeben, anders als sonst. Vielleicht ursprünglicher, denn das erste Osterfest, damals in Ägypten, es war ein reines Familienfest, das zu Hause gefeiert worden ist. Auch Jesus im Abendmahlsaal, das ist eine Freundesfeier im kleinen Kreis, nicht in einer großen Kathedrale. Gott kommt vorbei. Auch wenn wir ganz alleine zu Hause sitzen müssen zu Ostern, auch wenn wir nur wenige in der Familie sind, lassen wir ihn ein, damit wir die Erfahrung des Auferstandenen, dass wir die Erfahrung des Vorübergangs des Herrn machen und dadurch Heil und Rettung erfahren. Dankeschön.